Wir befinden uns in Kapitel 24, im letzten Kapitel von Lukas Evangelium. Und hier erfahren wir als erstes, wie die ersten Menschen davon erfahren, dass Jesus nicht mehr tot ist, sondern dass er wieder lebt. Und das zeige ich euch als Bibelcartoon. Jesus wurde in einem Felsengrab beigesetzt. Das Grab wurde von römischen Soldaten bewacht. Am Sonntag ging Maria Magdalena zusammen mit zwei anderen Frauen zum Grab Jesu. Sie wollten Jesus mit Öl salben, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Auf dem Weg überlegten sie bereits, wie sie wohl den schweren Stein, der das Grab verschloss, wegbekommen würden und ob die Wachen noch da sind. Als sie am Grab ankamen, war der Stein jedoch zur Seite gerollt und auch die Wachen waren verschwunden. Sie gingen hinein und fanden nur ein paar Leichentücher an der Stelle, an der Jesus gelegen hatte. Dann sahen sie einen Engel, der ihnen mitteilte: Habt keine Angst, Jesus, den ihr sucht, ist nicht mehr hier. Er ist wieder lebendig geworden. Sofort liefen die Frauen voller Freude zu den anderen Jüngern und berichteten ihnen, was geschehen war. Die anderen wollten ihnen nicht glauben. Petrus sprang sofort auf und rannte zum Grab. Auch er fand es vor wie die Frauen zuvor. Nachdenklich ging er wieder weg und überlegte, was wohl geschehen war. Etwas später begegnet Jesus nochmal als auferstandener Christus seinen Jüngern in verschiedenen Situationen und die möchte ich euch auch wieder als Bibelcartoon zeigen. Am gleichen Tag waren zwei der Freunde von Jesus zu Fuß unterwegs. Sie hatten Jerusalem bereits verlassen. Als sie gerade in einer angeregten Unterhaltung waren, kam Jesus zu ihnen und klinkte sich ein. Sie erkannten ihn aber nicht. Er fragte sie, worüber sie reden. Und sie erzählten ihm alles, was mit ihrem Freund Jesus geschehen war. Und er erklärte ihnen, warum dies geschehen musste. Sie merkten immer noch nicht, dass es Jesus war, mit dem sie sich unterhielten. Am Abend luden sie ihn ein, mit ihnen zu Abend zu essen. Als Jesus das Brot zerbrach und ihnen gab, merkten sie auf einmal, dass es Jesus war. In diesem Moment war er aber auf einmal plötzlich verschwunden. Ein paar Tage später waren die Jünger in einem geschlossenen Raum zusammen. Einigen war Jesus nach seinem Tod schon begegnet und sie berichteten den anderen freudig: Er lebt wieder! Er ist auferstanden! Thomas konnte es nicht glauben. Ich muss erst die Wunden von der Kreuzigung in seinen Händen fühlen, bevor ich glauben kann, dass das alles wahr ist. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und begrüßte sie herzlich. Thomas zeigte er seine Wunden an den Händen und ermutigte ihn. Du glaubst jetzt, weil du siehst, dass das alles wahr ist, was über mich gesagt wurde. Glücklich sind diejenigen, die glauben, ohne zu sehen. Dann aßen sie gemeinsam und waren überglücklich, Jesus wiederzuhaben. Lukas schließt damit ab, dass Jesus ein letztes Mal in menschlicher Gestalt seinen Jüngern begegnet und ihnen noch einen Auftrag mit auf den Weg gibt, bevor er wieder zu seinem Vater Gott zurückkommt und ihnen auch einen Beistand, den Heiligen Geist, ankündigt, der sie von dort an weiterführen wird. Und diese Geschichte zeige ich euch natürlich auch wieder kurz als Bibelcartoon. Jesus verbrachte noch einige Zeit mit seinen Freunden, den Jüngern, nachdem er vom Tod zurückgekommen war. Eines Tages versammelte er sie alle auf einem Hügel. Es war für ihn die Zeit gekommen, die Erde zu verlassen. So gab er seinen Jüngern diese Worte mit auf den Weg: Mir ist alle Macht und Autorität auf der ganzen Welt und auch im Himmel gegeben. Deswegen schicke ich euch zu allen Nationen. Ihr sollt auch sie zu meinen Jüngern machen. Tauft sie als Zeichen, dass sie zu mir gehören, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bringt ihnen alles bei, was ich euch beigebracht habe. Ihr könnt euch ganz sicher sein, dass ich immer bei euch sein werde, egal wo ihr seid und bis die Welt zu Ende geht. Danach wurde er vom Nebel umhüllt und verschwand. So endet das Lukas-Evangelium. Schön, dass ihr
es bis hierhin geschafft habt, das ganze Lukas-Evangelium jetzt als Zusammenfassung gesehen habt. Und es wird auch noch weitere Evangelien geben, die ihr euch hier auf diesem Kanal anschauen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei neuen Videos, die hier auf dem Bibel-Cartoon-Kanal entstehen werden. Ciao, ciao!